Hallo und guten Abend zu einem heutigen Thema. Einen Mann zu bemuttern ist gleich, ihn zu kastrieren. Gute Aussage, oder? Lass mich mal in den Kommentaren wissen, wie du darüber denkst. Gestern war ja Webinar und zum Thema Weiblichkeit lieben und Weiblichkeit leben. Und da haben wir echt heiße Themen gehabt. Lass mich mal in den Kommentaren wissen, wer war dabei beim Webinar. Und unter anderem ein Thema war eben, was ist, wenn Frauen ihren Mann bemuttern? Und was ist überhaupt bemuttern? Und bemuttern, also Männer bemuttern, bedeutet quasi die Männer oder den eigenen Mann oder auch andere Männer, ja, ich bleibe mal bei den Männern, zu behandeln im Prinzip wie kleine Kinder. Also so, wie es Mütter mit ihren Kindern machen. Schatz, hast du auch ein Unterhemd angezogen? Schatz, hast du auch die Socken weggeräumt? Schatz, hast du auch die Zahnpastatube zugemacht und, und. Also immer dieses, für mich ist bemuttern so dieses Hinterhersein, Hinterherräumen und schauen, dass ja alles richtig gemacht wird und dass er auch ja nichts vergisst oder so. Oder, Schatz, du musst heute noch einkaufen und dann ihm nochmal eine Erinnerung schicken und dass du es ja nicht vergisst, noch einzukaufen und so und. Und im Prinzip ist das, und wir waren uns da dann gestern Abend einig, und es hat eine Teilnehmerin hat das so treffend in die Kommentare reingeschrieben, was sie sich nicht mitnimmt aus dem Webinar gestern, Weiblichkeit lieben und leben. Dann sagt sie so, Männer bemuttern ist gleich, sie zu kastrieren. Und das ist korrekt. Und das ist korrekt, weil welcher Mann möchte schon gerne bemuttert werden? Welcher Mann möchte schon gern Sex haben mit seiner Mutter? Also man muss sich das ja auch mal ein bisschen überlegen, was das in der Folge einfach auch alles mit sich bringt und auch bedeutet. Und ich denke, wir können den Männern ruhig auch was zumuten. Also wenn sie sagen, sie gehen einkaufen und sie vergessen es, dann müssen sie halt gucken, wie sie es wieder auf die Reihe bekommen. Da müssen wir nicht immer hinterher sein. Und ein anderer Aspekt in diesem Männer bemuttern ist auch eben dieses Thema, und das hatten wir gestern Abend sehr intensiv, dieses Thema weibliche und männliche Energien. Und bemuttern, lass mich mal wissen in den Kommentaren, was denkst du, ist bemuttern eine weibliche oder eine männliche Energie? Postet mal in die Kommentare. Ich kann es leider jetzt nicht sehen, erst wenn ich auflege. Postet mal in die Kommentare. Ist bemuttern eine weibliche oder eine männliche Energie? Ich löse das Rätsel auf. Es ist eine männliche Energie. Auch wenn wir denken, es ist zutiefst weiblich. Ist es ja irgendwie auch auf eine Art, nur es bedeutet machen, tun, hinterherrennen, hinterher schauen, hinterher putzen, hinterher aufräumen, was auch immer. Und das ist machen, machen, tun, tun. Und machen und tun sind männliche Energien. Und das erklärt natürlich dann auch, weshalb das gleich Männer kastrieren ist, weil wenn der Mann in seiner männlichen Kraft sein will, dann ist das für ihn nicht sehr anziehend, wenn die Frau ihn bemuttert und ihn damit kastriert. Und es kann für Männer auch ein totaler Turnoff sein. Das Blöde ist, dass diese Dinge einfach so unbewusst ablaufen. Das heißt, weder die Männer noch viele Frauen sind sich dessen bewusst. Das sind einfach so Automatismen, die sich da eingeschlichen haben. Am Anfang war man heiß verliebt und auf einmal geht es dann los, dass sich das dreht, oft auch wenn Kinder im Spiel sind. Dann tun die Mütter eben oder die Frauen nicht nur die Kinder bemuttern, sondern dann bemuttern sie eben auch die Männer gleich mit. Und das ist wirklich ein Turn-off. Also das ist überhaupt nicht mehr anziehend, das ist überhaupt nicht mehr attraktiv, das ist überhaupt nicht mehr erotisch. Also das ist wirklich ein absoluter Turn-off.
Und deshalb, ja, mal einfach die Einladung hinzuschauen, tust du Männer bemuttern und damit gleich kastrieren. Und natürlich, und das hatten wir gestern Abend auch, natürlich gibt es auch Männer, die finden das toll. Also, wie soll ich sagen, die Dinge, die ich hier anspreche, die zählen immer nur dann, wenn jemand sagt, ich habe da eine Situation, mit der bin ich nicht so ganz happy. Wenn jemand happy damit ist, dass seine Frau ihn bemuttert und die Frau auch damit happy ist, dann sind alle happy und dann gibt es da nichts auszusetzen. Also damit ist nichts verkehrt. Nur wenn wir eben das vielleicht uns wundern, weshalb der Mann keine Lust mehr auf uns hat oder weshalb es vielleicht schwierig und zäh in der Beziehung ist oder weshalb wir selber immer genervt sind und gestresst sind und erschöpft sind, dann lohnt es sich eben einfach auch mal hinzuschauen. Und gerade dieses Bemuttern, wenn wir es schon mit den Kindern tun, und ja, bis zu einem gewissen Alter brauchen das Kinder, und auch dann geht es los, dass sie ja eigenständige Wesen sind und dass wir ihnen auch was zumuten können. Und das ist auch sehr hilfreich, wenn sie natürlich hinterher mal erwachsen sind. Und wir erschöpfen uns da damit einfach auch und wir sind dadurch auch, wenn wir Frauen das tun, ständig in der männlichen Kraft und in der männlichen Energie. Und ja, wenn wir das ständig tun, ist es einfach sehr, sehr erschöpfend und sehr abtönend. Und deshalb ist die Einladung, das zu switchen und vor allem auch das zu lassen, das zu lassen. Manche Frauen fällt es richtig schwer, das zu lassen, weil da fast auch ein bisschen ein Sinn für sie wegfällt. So nach dem Motto, wer bin ich denn dann noch, wenn ich meine Liebsten nicht mehr bemuttern kann, wenn ich meinen Mann nicht mehr bemuttern kann, wer bin ich dann noch? Weil viele Frauen ja, schöpfen auch Selbstbewusstsein und Anerkennung daraus. Also zumindest wünschen sie sich es und hoffen es. Ob sie es immer bekommen, ist eine andere Frage. Und oft sind es einfach auch nur übernommene Muster, die wir von unseren Eltern, von unseren eigenen Müttern übernommen haben, weil das ist immer das Erste, was wir sehen und was wir lernen. Und oft ist es so, und ich kenne das von mir selber, ich habe auch viele, viele, viele Sachen von meiner Mutter übernommen, bis ich irgendwann mal so Mitte 20 gemerkt habe, was ich da überhaupt tue und dass ich da so überhaupt keine Lust drauf habe und das abgestellt habe. Und da waren einige Sachen dabei, die ich in der Beziehung genauso gemacht habe und gleich gemacht habe. Und das ist nicht wirklich fördernd. Also das ist nicht wirklich fördernd. Und ja, lass mich wissen in den Kommentaren. Lass mich wissen in den Kommentaren. Das ist einfach heute mal eine kleine Episode, weil wir haben da gestern, ging es richtig zur Sache. Und viele waren getriggert da damit, mit diesem Thema. Männer bemuttern ist gleich kastrieren. Ich fand das so einen geilen Titel, habe ich gedacht, da mache ich doch gleich heute ein Live drüber und spreche mit euch drüber. Und bin natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt, wie es euch damit geht. Bemuttert ihr eure Männer? Fällt es euch vielleicht schwer, es zu lassen? Wenn ja, dann lohnt es sich natürlich auch mal einfach hinzuschauen. Und gerade auch einfach auch, also entweder wenn wir Single sind, und gerne eine Beziehung hätten, nur es irgendwie nie klappt und wir immer an die falschen Männer geraten. Oder wenn wir in einer Beziehung sind, wo es schwierig und zäh und auch die Erotik nicht mehr so da ist, da lohnt es sich wirklich mal hinzuschauen, ob du vielleicht ganz unbewusst deinen Mann oder die Männer bemutterst und da was übernommen hast, was gar nichts deins ist. Und das Coole an dieser Geschichte ist, du kannst es ändern. Du hast es in dir und du kannst es ändern, jederzeit. Das ist etwas, das erlebe ich im Frauenkreis ständig. Und es ist total faszinierend zu sehen, wie sich bestehende Beziehungen oder auch wenn die Frauen Single sind, wie sich wirklich die Dinge verändern, von schwer und schwierig zu zäh, zu einer lustvollen Beziehung, zu einer lustvollen Erotik, von Single zu, oh mein Gott, ich habe einen Mann getroffen, ich habe mich verliebt, wir haben uns verliebt und wir haben wieder Sex und solche Sachen. Also da ist wirklich alles möglich, egal wo du gerade bist. Vorausgesetzt natürlich, wir sind bereit hinzuschauen. Wir sind bereit hinzuschauen,
Hallo Birgit, hallo, hallo, wie schön. Vorausgesetzt, wir sind bereit hinzuschauen und auch bereit, Dinge in uns zu verändern. Das Gute ist, wenn ich mit den Frauen im Frauenkreis arbeite, es reicht völlig aus, wenn wir die Dinge in uns ändern. Weil das ist sowieso alles, was wir ändern können. Mehr können wir nicht ändern. Wir können andere Menschen nicht ändern. Und das sollte auch nicht unser Ziel sein. Wir können nur uns selber ändern. Das Coole ist, wenn wir das tun, wenn wir in uns etwas ändern und wenn wir bei uns etwas ändern, dann ändert sich automatisch auch was im Außen. Und ich sage immer, Männer sind gelehrige Schüler. Das bedeutet, die haben so diese Fähigkeit, dass wenn sich bei uns etwas ändert und wir den Mann in Ruhe lassen, das ist ein entscheidender Punkt da dabei, und wir den Mann in Ruhe lassen und einfach nur nach uns schauen und bei uns schauen und Dinge in uns verändern, dann drehen die sich mit und dann verändern die sich mit. Das ist wirklich faszinierend zu sehen, und das sehe ich bei den Frauen im Frauenkreis ständig. Ja, und der Frauenkreis ist momentan auch, hat seine Türen geöffnet. Also wenn das ein Thema ist, wo du sagst, oh oh, das kann ich mich sehen, das spricht mich an, da habe ich vielleicht noch Potenzial und würde gerne etwas ändern, dann bist du im Frauenkreis richtig. Das Motto vom Frauenkreis ist unwiderstehlich, weiblich, sinnlich, unwiderstehlich, weiblich, sexy und erfolgreich Frau sein. Für die Frau, die mehr vom Leben will, für die Frau, die ja, Lust hat, ihre Sexualität zu genießen, die in ihre Kraft kommen will, die ein lustvolles Liebesleben haben will, die einfach weiblich, sexy und unwiderstehlich erfolgreich Frau sein will und auch bereit ist, dafür etwas zu tun. Ich poste euch mal den Link nachher in die Kommentare, dann könnt ihr das einfach mal anschauen, und wenn dein Herz dich ruft, und du siehst, ja, das ist meins, dann lade ich dich ein, dabei zu sein, bis zum 4. Juli noch, Sonntag, 4. Juli, gilt noch der Frühbucherpreis. Ja, das war's heute von mir. Lass mich unbedingt wissen in den Kommentaren, wie geht's dir damit? Männer bemuttern, ich gleich sie kastrieren. Und zum Abschluss vielleicht noch, so viele Frauen sagen mir, wo sind denn die starken Männer? Wo sind denn die männlichen Männer? Und ich kann euch sagen, die gibt es. Nur sind die nicht unbedingt angezogen zu Frauen, die selber in ihrer männlichen Energie sind. Das bedeutet, es ist an uns, dass wir das switchen und dass wir das drehen. Wenn wir solche Männer anziehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir in unserer weiblichen Energie sind, dass wenn die in ihrer männlichen Energie sind, dass das auch ein Match ist. Und es ist ein schönes Spiel mit diesen weiblichen und männlichen Energien. Wir haben ja immer beides in uns. Und ja, ich mache vielleicht noch ein paar mehr Videos dazu, wenn es euch interessiert. Lasst mich auch das in den Kommentaren wissen. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen tollen Abend, und wie gesagt, ich poste den Link zum Online-Frauenkreis unwiderstehlich, weiblich, sexy, erfolgreich Frau sein in die Kommentare, und wenn du angesprochen bist und es dich ruft, bis Sonntag, 4. Juli, kannst du noch den Frühbucherpreis nutzen. 1000 Küsse, einen tollen Abend, bis zum nächsten Mal.